Hallo, willkommen zurück beim Vlogtober. Boah, ich bin so müde, ich bin halt schon seit 6 wach, habe in der Nacht so lala geschlafen und gestern war ich ja baden und habe mir die Haare gewaschen. So sehen meine Haare aus, wenn ich sie am Abend wasche und dann nicht weiter style. Da muss ich mich gleich drum kümmern, denn ich habe um 9 ein Zoom-Meeting mit Lush und wir wissen, wie das ist bei Zoom. Obenrum hui, untenrum egal, Hauptsache ich bin vom Gesicht ein bisschen gerichtet. Ich habe hier auch einen mega fetten Pickel bekommen. Aber gut, irgendwie spielt meine Haut verrückt. Ich glaube, das ist einfach doch ein bisschen der Stress jetzt im Oktober. Ich esse jetzt ganz schnell mein Frühstück fertig. Ich habe mir gerade ein Marmeladebrot gemacht und meinen Kaffee trinke ich schnell. Dann mache ich mir die Haare und schminke mich und mache mich soweit fertig und melde mich dann nach dem Zoom-Meeting wieder. Und dann plaudern wir ein bisschen darüber, was wir heute so gemeinsam geplant haben. Das Zoom-Meeting ist mittlerweile schon vorbei und ich dachte mir, ich sag euch jetzt, was wir in diesem Vlogtober so gemeinsam machen. Letztens habe ich schon das Kommentar bekommen, dass etwas ganz Wichtiges bei der Deko bei mir im Haus fehlt, nämlich das Halloween-Fenster. Falls ihr nicht wisst, dass ich damit meine, weil ihr neu hier seid auf meinem Channel, das erste Mal Vlogtober schaut, noch nie Vloggen es gesehen habt und euch jetzt fragt, was ist ein Halloween-Fenster? Ganz einfach erklärt, ich mache seit, glaube ich, 2017 alljährlich vor Weihnachten, also in der Weihnachtszeit und in der Halloweenzeit, ein Weihnachtsfenster, das ich mit Kreidestiften bemale. Ich kann euch dazu hier gleich aus meinem Weihnachtsbuch die passende Info zeigen. Hier hinten zum Beispiel, seht ihr schon mal, habe ich den Spiegel im letzten Jahr bemalt. Also es ist dieses Jahr wird es das Fenster. Der Spiegel ist dann mit Spinnweben verhangen. Und ich blätter hier mal durch. Wo ist das? Im Prinzip ist es komplett das gleiche wie bei dem Spiegelfenster. Ich bemale mit einem Kreidestift die Fenster. Da mache ich immer so ein großes Fenster draus. Das ist richtig, richtig cool. Denn gerade jetzt wird es ja immer früher dunkel. Und ja, es kommt die Zeit, in der wir wenig Tageslicht haben, aber umso mehr uns drinnen gemütlich und kuschelig machen, dann sieht man dieses Fenster recht gut. Wir bemalen das gemeinsam so wie auch letztes Jahr. Ich möchte gar nicht so viel darüber erzählen, denn ja, ihr könnt euch auch gerne das Video aus dem Vorjahr anschauen. Ich verlinke es euch hier oben. Zeige ich aber trotzdem, mit welchen Produkten und Stiften ich das mache. Also ich bin ein großer Fan von dem Reiher Kreidestift, dem Chalky. Der heißt Kreidemarke, genau. Das bedeutet, das ist Kreide, wie man auch an der Tafel schreiben würde, aber in Stiftform. Ich muss ihn auch jetzt. Und das lässt sich ganz einfach entfernen. Ihr braucht da wirklich keine Sorge tragen. Also mit diesem Stift ist es überhaupt kein Problem. Ich trage das dann immer mit einer Küchenrolle, also mit einem Küchentuch, zuerst feucht und dann mit einem Glasreiniger, zum Beispiel dem Frosch. Ah, ich habe ihn sogar gerade da stehen. Nehme ich diesem Frosch Spiritus Glasreiniger ab. Da bleibt keine Rückstände am Fenster. Da wird nichts kaputt. Da braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. Aber ich verwende halt auch wirklich nur diesen Stift von Reiher oder den Edding Chalk Marker, ebenfalls Kreidestift. Ich verwende keine anderen, also ich kann euch nicht sagen, wie es bei der No-Name Marke ist, ich kann euch nicht sagen, wie es mit den Stiften von Hofer, Aldi, Lidl oder Co. ist, ich kann euch wirklich nur sagen, der Edding Kreidestift und der Reiher Kreidemarker, also wirklich extra Kreide, die funktionieren. Da gibt es mittlerweile sogar auch richtig große, fette Brummer. Die habe ich aber letztes Jahr nicht verwendet, weil irgendwie Orange nicht so gut gepasst hat. Vielleicht lasse ich das dieses Jahr ein bisschen einfließen. Mal schauen. Und der Vorteil ist auch, wenn ihr die Stifte in unterschiedlichen Größen habt, hier haben wir mal so einen richtig großen Stift, dass ihr dann auch unterschiedlich groß, dick, dünn eure Zeichnungen aufmalen könnt. Ich mache das immer alles freihand, suche mir aber die passende Inspiration bei Pinterest raus. Das heißt, ja, da gibt es Vorlagen. Ich mache das jetzt schon so oft, dass ich das einfach auch, ja, immer selbst gestalte. Im letzten Jahr waren so richtig coole, gruselige Skelette. Ich weiß auch nicht, was ich dieses Jahr mache. Wir werden uns das dann gemeinsam anschauen. Ich mache das mit euch, aber auch erst, wenn es dunkel wird. Auch gleich ein Tipp, bitte bemalt eure Fenster, wenn es draußen dunkel ist, weil dann habt ihr natürlich auch... Ihr könnt das viel besser machen, als wenn ihr auf einem durchsichtigen Fenster eure Zeichnungen aufmalt. Also das wird in diesem Vlog gemacht. Und dann habe ich letztens bei TK Maxx was richtig Cooles gekauft. Das probieren wir auch aus, nämlich ein Häkel-Kit. Der ist von der Nitty Critters Spooky Collection, ein Geist, den möchte Max machen. Das sollte alles drin sein in dieser Packung, was man dazu braucht. Gleich mal Spoiler vorneweg, ich kann nur häkeln, indem ich so eine Häkelschnur mache. So eine ganz normale.
Ich dachte mir, das geht einfach. Ich hoffe es. Ich sehe uns schon irgendwelche Tutorials anschauen und daran verzweifeln, aber wir probieren das aus. Also einmal diese Geister, den möchte Max machen. Und wir werden heute starten, denn heute Nachmittag ist Alex auf einer Geburtstagsfeier und Max bei mir zu Hause. Das heißt, wir probieren das. Und ich habe mir Kürbisse. Ja, ich hoffe, das kriege ich hin. Von Haunted Hallows, Crochet Your Own Pumpkins. Schauen wir da gleich mal rein. Also es würde da auch noch geben, ein Monsterauge, eine Hexe, irgendwas. Dieser Pumpkin Kit besteht aus 100 Gramm Hello Soft Aran Yarn, 100 Gramm Stuffing, also die Watte, 5 mm Crochet Hook und One Ball of 100% Cotton Yarn Pattern. Wir schauen jetzt gleich mal rein, damit wir wissen, ob ich das hinkriege oder nicht. Ja, aber ich dachte mir, wir sind jetzt ein bisschen kreativ in diesem Video und toben uns ein bisschen aus. Okay, also das ist hier in der Box drinnen. Ich hole euch jetzt mal her. Hier haben wir einmal die Füllwatte, dann die Wolle. Okay, und die Anleitung. Und wo ist der Haken? Ach, okay. Hier haben wir den Häkel, die Häkelnadel, die lange. Okay, das sieht ja ganz gut aus. Da steht, was man alles braucht für diese Pumpkins. Oh Gott. Oh Mann. Oh, Scheiße. Okay, das schaut nicht so einfach aus. Da gibt es verschiedene Stiche. Holy moly. Na gut, ich probiere das dann. Es kann nicht so schwer sein. Hoffe ich. Und sonst muss ich mir YouTube-Videos anschauen, wie man häkelt. Okay, das schaut jetzt nicht so einfach aus. Oi. Oh no. Okay, das könnte schwieriger werden als gedacht. Ich habe mir gedacht, das geht einfach. Ich kann nicht mal stricken. Ich kann auch nicht nähen. Ich war immer in technischen Werken. Ich habe auch einen technischen Beruf erlernt, also in meiner Ausbildung und Lehre. Aber man wächst mit seinen Herausforderungen. Oh Gott. Naja, wir probieren es einfach mal. Wenn es nichts wird, gebe ich es meiner Schwiegermama. Und die macht uns den Pumpkin und den Geist. Wir versuchen es mal. Ja, gut. Also ich kümmere mich dann später drum. Jetzt muss ich mich mal ums Essen kümmern. Ich habe vorhin gerade noch fertig gestaubsaugt im Haus. Und ja, also ich werde auch noch Rasen mähen, Mittagessen kochen, Vlogs weiterschneiden und ich melde mich entweder zwischendurch bei euch oder dann gleich wieder, wenn wir versuchen, das Ding hier zu häkeln. Beziehungsweise wenn ich abends, wenn die Kinder schlafen, in aller Ruhe mein Fenster bemale. Okay, wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin richtig stolz auf mich. Ich habe es geschafft, dass ich, obwohl ich keine Kenntnisse im Häkeln habe, das schon mal geschafft habe. Mit so Double Crochet. Ich habe eine Anleitung auf Englisch bei YouTube, mit der ich mir weiterhelfe, weil mit dieser Anleitung wird es nicht gehen. Ich dachte ja zuerst, als ich das gekauft habe, da gibt es eine bildliche Anleitung, aber die ganzen Steps mit den Rosen, dem ganzen Zeug, die stehen hier in einzelnen, ja, Punkten, wie zum Beispiel Row 1, Hook working in the back loop only of each stitch, work 1 DC in each stitch to end a row, do not fasten off, continuous follows. What? So, dementsprechend habe ich mir jetzt ein YouTube-Video angeschaut. Ich verlinke euch das gerne unten. Also als erstes macht man hier unten eine Luftmasche und dann macht man dieses Double Crochet, keine Ahnung, wo man wieder reinfädelt. Und ich habe so viel schon geschafft.
das macht auch echt Spaß. Jetzt bin ich gerade dabei, dass ich das beim Rücken mache und ich habe mir das jetzt in Englisch angeeignet. Also, pull over yarn, go back in the chain, pull over yarn again, do a loop, put through three loops und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort, ja toll. Aber das macht echt Spaß. Bin ganz konzentriert bei der Sache. Und ich werde jetzt noch ein bisschen weiter häkeln. Also den Pumpkin, den kriege ich, glaube ich, erst in ein paar Tagen fertig. Oder eher wahrscheinlich bis Halloween. Aber es macht echt super viel Spaß. Und ich mache da jetzt weiter. Dann spiele ich mit Max Minecraft. Das hat er sich gewünscht. Und wir werden das essen aus dem Tiefkühler. Ich glaube, heute gibt es einfach Mozzarella-Sticks oder sowas. Und so Chicken Sticks und Pommes. Und dann am Abend melde ich mich wieder bei euch, wenn ich das Fenster verziere. Vielleicht bin ich da beim Kürbis ja auch noch ein bisschen weiter gekommen. Mal sehen. Also, bis dann. Hallihallo, willkommen zurück. Mittlerweile ist es 8:45 am Abend. Ich bin hundemüde. Ich habe echt viel weiterbekommen. Ich glaube, ich habe so ein Stück gehäkelt am Kürbis. Jetzt möchte ich eigentlich das Halloween-Fenster machen. Also, sagen wir so, wollen durch nicht, weil ich bin so müde, ich werde am liebsten nichts tun. Aber morgen bin ich auf dem Klassenforum als Elternvertreterin in der Schule und ich befürchte, dass ich morgen nicht dazukomme, beziehungsweise wird es morgen auch wieder so spät am Abend. Ich glaube, morgen möchte ich auch nicht. Jetzt bin ich in einem Zwiespalt. Mache ich das Fenster und habe es erledigt? Oder gönnen wir Pause in Ruhe und mach's morgen? Andererseits bin ich halt eigentlich immer so der Typ Mensch, der sagt, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ich werde es einfach so machen. Ich mache es so. Ich werde jetzt mal das Fenster putzen. Das ist immer das, was ich als allererstes mache, damit das Fenster sauber ist. Dann werde ich mal anfangen. Ich fange mal an mit dem oberen Bereich und male mal. Ich habe mir schon ein bisschen was überlegt, was ich malen könnte. Ich habe mir schon ein paar Vorlagen rausgesucht. Ich möchte unten so Kürbisse übereinander gestapelt haben und einen Hexenkessel, drüber eine Hexe, die quasi beim Mond mit ihrer Katze auf dem Besen vorbeifliegt und Spinnennetz. Also ich habe mir schon so ein bisschen ein Konzept überlegt und mir schon Ideen und Inspiration bei Pinterest rausgesucht. Und ich mache so, ich fange mal an und ich sehe dann, ob es mir Spaß macht und ich reinkippe und dass ich dann noch ganz viel mache. Oder ob ich anfange und morgen den Rest erledige. So habe ich dann morgen nicht mehr so viel zu tun und habe aber heute das gute Gefühl, dass ich es schon erledigt habe und kann wieder was auf meiner To-Do-Liste abhaken. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, weil ich bin echt müde. Jetzt soll ich mir noch ein Glas Wein einschenken, ein Roséwein. Und dann lege ich mal los und zeige euch so ein bisschen was beim Malen. Also ohne Ton, mit Musik, während ich am Fenster herumpinsel. In dem Moment, wo ich aufstehen wollte, kam Lucky und ist jetzt dabei, mich anzukuscheln. Lucky? Dann würde ich fast sagen, Lucky hat für mich entschieden. Kurze Pause. Oder auch lange Pause. Ich weiß noch nicht. Ein kurzes Update. Mittlerweile ist es 9:45, also eine Stunde später. Ich esse gerade Linsenchips von Lorenz. Schau hier Halloween Town am TV. Während eigentlich schon fast 2/3 vom Fenster fertig sind, ich habe auch dieses Mal diesen orangen Edding
verwendet. Den hier, nur leider ist der jetzt etwas verronnen. Und ich bin voll der Perfektionist und ich bin jetzt ein bisschen genervt, weil das verronnen ist. Ich meine, es sieht keiner außer ich, ja. Aber es reicht, dass ich es sehe, weil ich sehe mein Fenster halt immer. So, Zwischenstand. Und das ist das Fenster aktuell. Hier oben kommt der Hexenhut. Hier steht Hahaha Happy Halloween. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich einen Friedhof mit Kürbissen mache und da entweicht ein Geist. Ein Skelett möchte gerade aus dem Grab raus und ein shaky Skelett ist unterwegs und läuft quasi über den Friedhof. Ja, ich finde das ganz schön. Das Orange gefällt mir auch ganz gut, aber ich weiß nicht, ob ihr es hier seht. Es ist halt ein bisschen runtergelaufen, die Farbe, aber ich lasse es so. Wie gesagt, ich glaube, das ist nur der Perfektionist in mir. Jetzt mache ich den Hut fertig, es kommen noch Spinnenweben und noch ein bisschen was dazu. Und ich glaube, das finale Foto für Instagram mache ich dann wahrscheinlich erst morgen. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch schaffe. Vielleicht schon so müde, ich möchte jetzt eine heiße Dusche nehmen und Halloween Town fertig schauen und dann ins Bett gehen. Und ja, mal schauen. Ja, ich glaube, ich mache das morgen fertig. Ja, aber ich bin echt sehr froh, dass ich jetzt doch heute angegangen bin und das morgen nicht mehr machen muss. Also es ist doch ganz gut, wenn man sich dann einfach selbst ein bisschen überwindet und die Arbeit gleich erledigt, dann hat man morgen für andere Dinge Zeit. Hallo, willkommen zurück am Donnerstag. Ich sag's euch, ich bin hundemüde, todesmüde, extrem müde, wie auch immer man sagen möchte. Ich habe gestern dann, ihr habt's gesehen, es doch noch voll durchgezogen und habe das Fenster noch entsprechend dekoriert und alles für Instagram festgehalten. Dann ist mein Mann gestern recht spät von der Arbeit heimgekommen, weil er Meetings hatte und es war dann einfach mal Mitternacht, als wir schlafen gegangen sind. Mitternacht, Geisterstunde. Oh Gott, ich bin müde, ich pack das einfach nicht, so spät schlafen zu gehen, weil um 6 läutet der Wecker und 6 Stunden Schlaf, das bin ich nicht mehr gewöhnt. Na, ich brauche schon so 7, dann ist es besser. Aber während ich auf meinen Mann gewartet habe, habe ich... Unglaublich aber war, so viel schon weitergehäkelt. Das macht echt Spaß. Ich meine, es ist natürlich nicht perfekt. Ich habe dazwischendurch auch Löcher und Luckerl. Ja, es ist ja mein erster eigener Kürbis. Und das macht echt Spaß. Und ich bin echt schon voll gut drin. Und wenn man einmal den Dreh raus hat, geht das echt fix und macht echt Spaß. Ich hoffe, ich beleidige jetzt niemanden, der mir zuschaut, aber gestern habe ich dann zu meinem Mann gesagt, als ich da um 11:30 gesessen bin, im Pyjama, vor mich hin häkelnd, habe ich nur gesagt, jetzt werde ich echt alt, weil, also häkeln war jetzt nie so eine Beschäftigung, bei der ich mir dachte, die muss ich mal machen. Aber, das finde ich ja, ist das Schöne am Leben, man kann immer noch alles ausprobieren und alles lernen, wenn man möchte. Ich meine, das ist jetzt natürlich nicht... größte Herausforderung, obwohl andererseits schon. Ich meine, ich habe was Neues gelernt, etwas, was ich bis vorgestern noch nicht konnte. Und das finde ich irgendwie auch cool. Und es macht echt Spaß. Also ich werde jetzt sicherlich nicht die Häkel-Queen und werde jetzt wie verrückt ganz viele Häkel-Sachen machen, aber so ein Kürbis und den Geist, den glaube ich, schaffe ich dieses Halloween nicht. Dafür fehlt mir einfach die Zeit, weil... Wie soll ich das jetzt sagen? Also... Es sieht nach außen natürlich aus, als würde ich urviel können und urviele Sachen machen. Ich meine, ich mache auch extrem viele Sachen. Aber ich mache das ja auch alles, um euch, also als Bloggerin, möglichst verschiedene Dinge zu zeigen, euch zu inspirieren, kreativ zu sein, euch ja, Möglichkeiten zu zeigen, um den Alltag einfach schön zu gestalten. Da darf man halt eines nicht vergessen, es ist halt auch jetzt mein Job. Im Prinzip ist es jetzt gerade ein Projekt, das ich mache für meinen Job.
damit ich es euch zeigen kann. Damit ich euch sagen kann, hey, wenn ihr wollt und Bock habt, häkelt doch mal einen Kürbis. Das wäre doch eine schöne Herbstbeschäftigung, eine schöne Beschäftigung für den Floktober. Und dadurch mache ich das. Und ich mache das immer gerne, aber man sollte jetzt bitte nicht das Gefühl kriegen und sich denken, boah, die macht so viel gleichzeitig, ich schaffe nicht einmal eines. Ja, aber wie gesagt, mein Job ist halt auch das. Und ich habe keine typischen Arbeitszeiten. Meine Arbeitszeiten hören nicht auf, fangen nicht an um 8 Uhr und hören um 16 oder 17 Uhr auf. Ich arbeite dann mal länger, mal weniger kurz, ich mache das und das ist halt irgendwo auch mein Job. Und ich meine, darüber bin ich sehr dankbar, denn dadurch wird es mir nie langweilig. Obwohl es natürlich auch langweilige Dinge gibt, die ich erledigen muss. Statistiken, Buchhaltung, ich muss die Steuern, also die ganzen Belege für das Quartal 3 sortieren. Das ist auch eher müdend. E-Mail-Kontakt, immer erreichbar sein, immer was Neues posten, immer was Neues machen. Also es gibt bei jedem Job natürlich auch Seiten, die nicht so schön sind. Aber das ist jetzt echt gerade was Nettes. Und seht her, ich habe schon wieder eine Reihe gehäkelt, während ich mit euch geplaudert habe. Also das macht echt Spaß. Ich muss 45 noch machen und ich glaube, das sind jetzt 30. Damit ich dann diesen Kürbis, ich habe ihn wieder geschaut, dann tue ich da oben reinfädeln und dann wird das so zugezogen. So, und dann kann ich das füllen. Ja, aber das schauen wir uns dann, glaube ich, in einem anderen Vlog an. Denn ich werde jetzt frühstücken nach der kurzen Plauderstunde am Morgen und werde dann Rasen mähen. Das habe ich gestern nicht geschafft. Und dann schminke ich das erste Halloween-Make-up. Ich schminke ja alle Jahre wieder Halloween-Make-up-Ideen, die einfach nachzumachen sind. Ich bin kein Make-up-Artist oder sonst was. Ich mache das einfach aus Spaß an der Sache. Und ich suche mir da auch Fotos bei Pinterest raus, wo ich das nachschminken kann als Inspiration und mache das dann halt auf meine Art und Weise. Und heute ist Cruella dran. Sollte ich hinkriegen. Hoffe ich. Ich hoffe, ich habe alles da. Ich habe nämlich gar nicht geschaut, ob ich genug weiße Theaterschminke bzw. eben weißen Kajal habe, um ein paar bestimmte weiße Stellen zu machen, die ich gerne machen möchte. Aber das schaue ich mir dann gleich an. Und wie gesagt, jetzt werde ich mal frühstücken und Rasen mähen, lasse eine Musik durchlaufen und melde mich dann später wieder bei euch. Wenn mein Badezimmer so aussieht, hat das nur, das ist einen Grund, nicht schrecken. Ich mache gerade mein Halloween-Make-up und zwar Cruella, wie man unschwer erkennen kann. Ich habe jetzt drunter nur den BH an und deshalb habe ich jetzt die Jacke angezogen, weil mir ist eingefallen, ich habe da so einen Pelz dran. Das passt dann perfekt fürs Foto. Ich bin noch am Überlegen, ob ich meine Haare lasse oder Perücke. Ich habe eine Perücke bestellt. Mal schauen. Halloween-Kostüme bzw. Make-up schminke ich immer mit ganz normalen Kosmetikprodukten. Hier habe ich so eine weiße Theaterschminke, dann schwarzen Kajal, roten Lip Liner, meine weiße Kontaktlinse, hier das grüne Auge, es fehlen noch die roten Lippen, eine Perücke, rote Handschuhe,
Und dann melde ich mich gleich wieder, wenn das Kostüm fertig ist. Tada! Das ist mein Cruella-Look. Ich hatte vorhin den Pelzmantel um. Ich habe hier einen roten Handschuh. Fürs Rote habe ich auch noch so einen Zigarettenhalter verwendet. Ich glaube, das ist ein Zigarettenhalter, oder? Weil im Pfeife ist es nicht. Ich habe jetzt doch keine anderen Haare verwendet, also keine Perücke, weil die Perücke hat einen Pony und das wäre mir komplett reingehängt. Mittlerweile habe ich den Stich komplett auf den Schienen. Entschuldigung, ich muss mir jetzt mich abschminken, die Schienen putzen. Ja, hier überall das Make-up mal runterkriegen. Ich habe ja wirklich bis zum Ansatz auch geschminkt. Mein Papa ist so lieb und tot, hatte Gott sei Dank Alex von der Schule ab, sonst hätte ich jetzt ein Problem, weil ich würde es nicht schaffen, dass ich rechtzeitig abgeschminkt bin. Und so gehe ich zumindest jetzt noch nicht zur Schule. Ich finde es aber ziemlich cool, vor allem auch mit der Dalmatiner-Seite und der schönen Seite. Ja, ich hoffe, dass euch der Look auch gefällt. Vielleicht ist es gleich Inspiration für euch. Ich muss jetzt Mittagessen kochen, wie gesagt, mich abschwingen und dann melde ich mich nochmal ganz fix bei euch. Okay, da bin ich wieder. Ich schaue auch wieder ganz normal aus. Ich habe mich jetzt nur ganz wenig geschminkt, weil ich heute um 13 Uhr nämlich wieder ein Zoom-Meeting habe mit Sky. Dementsprechend muss ich natürlich noch was ausschauen. Ich werde jetzt aber einfach nur mit Mickey Mouse Leiber sitzen, denn ich habe halt noch echt viel Arbeit. Ich möchte das Foto vom Make-up fertig machen. Dann muss ich noch schauen, was wir am Wochenende mit Weber Halloween-mäßiges grillen für so ein Halloween-Barbecue. Ich muss heute am Abend noch auf den Elternabend. Ja, jetzt das Mittagessen kocht. Das ist so ein super comfy Herbst-Eintopf. Ich habe nämlich heute in der Früh die Kinder gefragt, was ich zum Essen kochen könnte. Das soll was Gesundes mit Gemüse sein. Und dann meinte Alex, ein Fisolen-Eintopf wäre doch ganz nett. Und das köchelt hier schon. Also das sind jetzt drin Fisolen, Kartoffeln. Dann habe ich noch einen Kohlrabi gefunden, der ist auch drin. Die Farbe ist deshalb so milchig, weil ich eine Einbrenn reingemacht habe. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland heißt. Also Einbrenn halt, österreichisch. Und da kommt jetzt auch noch eine Knacke rein. Also eine Knackwurst. Das sind übrigens Fisolen, weil ich glaube, die heißen in Deutschland grüne Bohnen. Aber Österreich sind das Fisolen. Und wir tun das dann gleich Mittagessen. Und dann eben zu mit denen. Dann kommt man Aufgabe machen, dann kommt mein Freund zu Besuch. Dann noch zum Elternabend und am Abend, glaube ich, Couch, Sofa, chillen, ein Glas Wein, klingt gut. Ich habe mich jetzt, wie gesagt, eben nochmal geschminkt. Meine Haut leidet, glaube ich, gerade ein bisschen. Ich habe voll die fette, reichhaltige Gesichtscreme da noch drauf geknallt, damit mir mein Gesicht das Schminken, Abschminken und Neuschminken verzeiht. Ja, meld mich dann, glaube ich, nochmal, bevor ich mich verabschiede. So, da bin ich wieder zum Abschluss dieses Vlogs im Schlafzimmer. Mittlerweile haben wir kurz vor 18 Uhr. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Vlogtober-Video. Wir sind ein bisschen kreativ geworden. Ich werde euch dann demnächst noch zeigen, wie die Kürbisse, also die Pumpkins, fertig ausschauen. Beziehungsweise werden wir das noch fertig machen. Also ich werde fleißig weiter häkeln. Ich brauche 54, nicht 45, 54 solche Reihen. Damit ich den dann unten zusammenziehen kann und füllen kann, den Stängel mache ich auch noch, aber das machen wir, wie gesagt, ein anderes Mal. Morgen geht es nämlich um das Thema Halloween Candy aus den USA. Ich packe mit euch das Paket aus, ich zeige euch jedes einzelne Ding. Ich werde ein bisschen was verkosten und Max und ich wollen dann auch das Oreo Gruselhaus gleich in diesem nächsten Vlog machen. Also das ist dann für morgen geplant und am Wochenende kommt das große Kürbisschnitzen. Da habe ich auch für euch mitgefilmt und es gibt ein Grillrezept. Also es gibt reichlich Content jetzt am Wochenende bei Vlogtober. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß über mich. Ich freue mich über eure Kommentare, über eure Rückmeldung und auf diese Zeit gemeinsam mit euch. Die erste Woche, erste Oktoberwoche haben wir quasi schon rum. So schnell ist es jetzt gegangen. Wahnsinn. Ja, danke fürs Reinschauen. Schreibt mir doch gerne, was euch in diesem Vlog am besten gefallen hat und ob ich euch vielleicht auch zum Häkeln inspirieren konnte. Wer weiß. Sie haben mich extra jetzt gerade noch gestylt. Für euch. Vorhin habe ich nämlich ausgeschaut. Na? Ist es ja dunkel, logischerweise. Das war jetzt sehr gescheit von mir. Masche, oder wie das heißt? Max! Wie heißt die normale Masche vom Werken? Die, die du kannst? Luftmasche. Also ich habe den Häkeldreh quasi raus und weiß, außer der Anfang. Na gut, jetzt geht das dann nicht. Was ist davor für Effekte? Nein! Jo, die kommen wir jetzt rein. Dann wird schon wieder gegessen. Okay, jetzt ist komisch, weil ich auf Deutsch weiterspreche. Also auf Hochdeutsch. Dann tun wir Mittagessen. Na, okay, aus. Kopfhörer siehst du viel cooler aus, die Brille. Ha, Gott sei Dank. Yeah! Das schaut aus wie ein Gamer. Die Gamer-Mama. Oh, da habe ich dann auch für den Kopf. Das Leben einer Bloggerin. 13 Uhr Meeting, zwischendurch neben Mittagessen, solange noch keiner da ist im Meeting.